Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, viele, viele Stunden bzw. Folgen sind jetzt schon vergangen und ich kann irgendwie immer noch nicht mit dem Spiel aufhören. Irgendwie spitzt sich hier die Lage gerade zu und ich habe so im Gefühl, dass wir langsam aber sicher endlich auf die Sache hinauslaufen, die ich auch gerne mal testen möchte, und zwar das quasi das Housing, also hier nennt es sich ja die Festung, wobei es ja eher eine Insel ist, habe ich gehört. Ja, und wir befinden uns gerade, ja, eigentlich im freundlichen Gebiet, aber irgendwie auch bei den Feinden. Wo müssen wir denn hin? Da oben müssen wir hin. Was ist das denn hier? Achso, das ist ein Aufzug. Kriegspriester. Ja, keine Ahnung. Irgendwas davon sind die Höllenhunde und irgendwas sind die Beschwörer von den Sachen, und ich muss den Mönch finden. Wir reiten erstmal dahin. Ist noch nicht ganz so übersichtlich. Oh, ich sehe übrigens gerade, die Heiltränke sind ganz schön ausgegangen. Dafür habe ich allerdings ganz schön viele bekommen. Oh. Ich sorge mich um die Dorfbewohner. Ich denke mal, das ist deswegen, weil man je größer man wird, umso mehr. Also umso höher werden wahrscheinlich dann auch die Heiltränke, die man bekommt. Ich lasse das jetzt mal so und kaufe noch keine neuen. Also ich denke mal, das wird wohl ausreichen, wenn wir irgendwas machen müssen. Höllenhunde und Beschwörer der Dunkelheit. Hallo. Was bist du denn? Keine Ahnung, was das ist. Muss ich nicht verstehen. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Hat das irgendeine Bewandtnis? Gibt es irgendeine Erklärung dafür, dass ich hier gerade keine Gegner bekomme? Hallo? Bleib hier! Scheinbar ist hier einer durchgelaufen oder so und hat die alle weggezogen. Kommt ihr denn nochmal wieder? Hallo? Ich meine, ich bin ja froh, wenn ich normalerweise keine Gegner bekomme. Aber, ja, der Typ scheint auch irgendwie schon verzweifelt nach Gegnern zu suchen. So, das ist ein Spieler. Ups. Ja. Irgendwo habe ich gerade was knurren gehört. Das war ein Beschwörer. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Ich habe mich noch nie so darüber gefreut, dass da irgendwo Gegner sind. Ehrlich. Oh je. Und das, obwohl ja hier quasi gar keine Leute sind. Also ich guck mal hier. Da müssten ja auch welche sein. Ah, meine Höllenhunde sind auf jeden Fall hier. So, Beschwörer der Dunkelheit. War das hier gerade ein Beschwörer der Dunkelheit? Lass mich mal kurz gucken. Ja, du bist ein Beschwörer der Dunkelheit. Sehr schön. Sehr schön, genau. Habe ich dich schon getötet? Ja, perfekt. Machen wir das doch so. Ha, blöd, Mann. Wer auch immer mir jetzt hier alles weggezogen hat oder kaputt gemacht hat oder was weiß ich. So. Hauptstory, wo bist du? Wer bist du? Du bist Prinz Phyrains Begleiterin? Yes. Verstehe. Ich habe dich vorhin aus der Ferne beobachtet. Du hast es diesen Dämonen echt gezeigt. Ich danke dir dafür. Das hat den Kriegspriestern wirklich geholfen. Ich nehme an, der Abt schickt dich, weil er sich entschlossen hat, sich den Truppen vom Prinz Thyrain anzuschließen. Das habe ich bereits kommen sehen. Prinzipiell sollte sich ein Kleriker nicht ohne wirklich guten Grund in die Politik einmischen. Allerdings ist das gerade nicht von Belang. Wir haben bereits selbst Beweise dafür gesammelt, dass der Regent Schericht mit den Dämonen gemeinsame Sache macht. Die Kriegspriester des Metric-Klosters werden Prinz Thyrain folgen. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Oh Gott, das nimmt hier gerade Ausmaße an. Wir müssen so viele Leute rekrutieren. Wie groß wird denn die Schlacht? Hallo? Da
Das ist ein Tagebuch im Gewand dieses gefallenen Mönchs. Morgen kehrt meine Schwester zurück. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Ich war so froh zu hören, dass sie wohl auf ist. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Meine Rivella wird eine Ritterin im Dienst vom Prinz Sirain. Was für ein freudiger Tag. Morgen werde ich mich früh auf den Weg machen und sie begrüßen. Das wird ein toller Tag. Ja, für ihn offenbar nicht. Abenteuerin, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich habe Schwester Maggie losgeschickt, etwas Weihwasser zu schöpfen, um die Dämonen abzuwehren. Aber sie ist noch nicht wieder da. Könntest du nach ihr sehen? Jo, ich hoffe, sie lebt wenigstens noch. Hast du von den heiligen Fackeln gehört? Ihr Feuer ist von heiliger Macht durchdrungen. Die heiligen Fackeln schwächen dämonische und stärken zugleich heilige Energie. Könntest du bitte die heilige Flamme erneut anzünden, damit sich die Dämonen sich uns nicht nähern können? Die Flamme wurde während des Angriffs der Dämonen gelöscht. Kannst du mir helfen? Lass es Schwester Maggie wissen, wenn du fertig bist. Sie ist weiter hinten. Ich denke, ich soll sie suchen. Hallo? gut, das Feuer... Oh, guten Tag. Nein, ich will keinen Boss. Ich will keinen Boss. Tralalalalalalala. Irgendwo hier. Hallo? Moment, das ist jetzt die... Hallo, könntest du mir zur Hand gehen? Ich läutere das Gebiet hier, aber ich komme kaum hinterher. Könntest du etwas Weihwasser für mich schöpfen? Ja, kann ich. Schöpfe Weihwasser. Achso, hier draus. So, entzünde die heiligen Fackeln erneut. Das Problem ist wo? Vielen, vielen Dank. Da alle so mit dem Kampf gegen die Dämonen beschäftigt sind, werde ich mein Bestes geben, das Gebiet so schnell wie möglich zu läutern. Dieses Weihwasser wird unsere Opferzahlen reduzieren. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich frage mich nur immer wieder, warum die nicht die 3 Schritte vorwärts gehen können, um es selber zu machen. Aber okay. Abenteurerin, bist du auf dem Weg zum Dorf Freyjat? Könnte ich dich um etwas bitten? Ursprünglich haben sich die Monster aufgrund der heiligen Kraft unserer Barriere nicht genähert. Seit kurzem ist die Macht allerdings geschwächt. Vielleicht wegen der Dämonen. Ich habe dafür Weihwasser vorbereitet. Könntest du vielleicht die Steinstatuen hier läutern? Ich möchte nicht, dass die Dämonen die Dorfbewohner erreichen. Wenn ich das wenigstens sehen kann, dann ist alles gut. Die sind da hinten. Okay, ja. Ich habe hier aber... Aha, da ist eine. Reicht eine? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich alle entzünden? Ah, doch. Aha. Perfekt. Martell bat dich, dich zu tun. Was für eine Erleichterung. Die Schwestern hinten hatten Angst vor den Dämonen. Vielen Dank. Möge das Licht von Regulus mit dir sein. Moment, Regulus? Das ist doch auch so ein Stein, den ich benutze bei Thesen. Ist ja cool, dass man hier alles für Namen hier wiederfindet. Okay. Wir könnten theoretisch 2 hochsetzen. Die haben wir auch, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal, dass wir die 2... mal verbessern. Wobei ich hier gucken muss, das ist der Blitz. Hm. 10% Chance, dass ihr einen Stromschlag erleidet. Verschwindet die Obergrenze für die Detonation und die Drehgeschwindigkeit erhöht sich. Weniger Abklingzeit. Wow. 24, ja, machen wir mal. Komm, mit dem anderen kann ich nicht viel anfangen. Was war das andere? Das hier, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ruft einen gewaltigen Donnerschlag im Umkreis von 16. Besteht die Chance von 15%, dass Gegner einen Stromschlag erleiden. Weniger Kosten und Radius des, ja, Radius des Flächenschadens, würde ich sagen. Das klingt doch gut. So. Dann... Müssen wir, was müssen wir jetzt da nochmal machen? Läutere die Steinstatuen, genau. So, hier dürfen gerne ein paar Leute sein, die mir jetzt die Gegner wegziehen. Hier brauche ich ja jetzt nichts. nee, da nicht.
Muss ich hier irgendwas machen mit dem Aufzug? Anscheinend nur warten. Okay. Okay. Beide muss ich machen. Und dann nach oben weiterreiten. Okay. Das sieht alles so endzeitmäßig aus irgendwie. Ich kann mir auch nicht helfen. Es ist so dunkel und trist und öde und überhaupt. Jemand hat mir den Aufzug geklaut, ihr Schweine. Aber anscheinend muss man da wirklich nur warten. Was läuft die da so komisch? So geht die nicht weiter. Oder sie ist gerade am Buggen. Das kann natürlich auch sein. Da müssen wir gleich mal eben gucken. Entschuldigung, Abenteurerin. Ich bin Eva aus dem Dorf Rehert. Seit Scherich die Kontrolle über die Regierung übernommen hat, hat unser Dorf jeglichen Zugang zu Nahrung verloren. Einige Dorfbewohner sind bereits verhungert. Ich bin los, um Essen für uns zu suchen. Aber jetzt bin ich hier gefangen, wegen dieser Heuschrecken. Könntest du diese Käferbombe benutzen, um sie loszuwerden? Ich sollte sie eigentlich einsetzen, aber ich bin ganz starr vor Angst. Bitte sag meiner Schwester Kelly, dass ich hier bin. Okay. Ich möchte aber trotzdem gerne mal... Da hätten wir jetzt natürlich auch hinreiten können. So, das einmal freischalten. So, und dann sehe ich nämlich hier oben irgendwo ein Blatt. Ah, hier. Das kenne ich nämlich noch nicht. Da sind Giftheuschrecken. Benutze die Käferbombe, um die Giftheuschrecken... Ja, wie soll ich die denn benutzen? Frostgranate. Wie mache ich das? Kann wieder sammeln? Okay. Okay. Ja. Werfen, Suche. Wie benutze ich denn? Ach so, Moment, F5. Oh. Okay. Mit der 5 werfe ich sie. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Anleitung, wie ich dann werfen kann. Okay, machen wir es anders. Warten wir erstmal so. Dann zack. Hui. 5 von 6. Ha. Geh mal in der Zwischenzeit noch ein bisschen was von dem Erz holen. Oh, da oben ist schon wieder ein Boss. Wollt ihr nicht denn veräppeln? Wir sind doch bestimmt... Nee, das ist kein Käfer. Jetzt nicht zu dem Boss hin. Der nervt mich dann wieder. Hier sind noch welche. Hui! Moment, hier ist noch Kupfererz. Das nehmen wir auch mit. Juhu! Also da werde ich auf jeden Fall mal offline rumgehen, bis ich dann das höchste Level habe. Und ja. Mit jeder Stufe wird man dann wahrscheinlich auch mehr machen können, denke ich mal. Also so wie ich das verstanden habe, schaltet man nämlich einiges noch frei mit den Stufen. Jetzt gucken wir mal eben. Unten ist auch noch was. Moment, hier unten ist auch noch was. Da. Weil die Traumgängerblume. Sind das alles Traumgängerblumen oder sind das unterschiedliche? Das würde mich auch mal interessieren. Halt, stopp. Ich will nicht alles mitnehmen, aber wenn ich jetzt gerade schon mal dran vorbeikomme, ich meine, wir müssen es ja auch irgendwie leveln. So, ich denke jedes Mal, da kommt unten ein Gegner, weil es so da rausgeballert kommt. Ja, das ist richtig. Aber der Krieg geht nie vom Volk aus, der kommt immer nur von den Politikern. Oder in dem Fall von den Königen. Da ist noch eine Blume. So. Ach, da hinten sind auch noch Blumen. Leute, ihr macht mich fertig, ehrlich. So.
Solange hier keine Gegner kommen, sammle ich das gerne nochmal schnell ein. Ich meine, wenn ich das richtig sehe, 94, 28, ja genau, unten in der Mitte sieht man auch den Fortschrittsbalken davon. Das ist schön. Das heißt, wir gehen mit ganz, ganz, ganz langsamen Schritten auf das nächste Level zu. So, irgendwo hier war noch eins. Ah, da unten. Okay. Ich weiß, es ist langweilig, mir jetzt beim Blumenpflücken zuzusehen. Deswegen gehen wir jetzt auch nach oben. So. Da müssen wir drei Sachen abgeben. Gehen wir dann als erstes hin. Leute, wo steht ihr? Da. Eva sitzt außerhalb des Dorfes fest. Sie ist wohl losgezogen, um Essen zu suchen. Ich sollte sie suchen und ihr helfen, zurückzukehren. Ja, sie hätte auch mit mir mitgehen können, aber sie wollte ja nicht. Vielen Dank. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich vielleicht meine Schwester verloren. Kein Thema, aber eure Logik muss ich trotzdem nicht verstehen. Du hast das Gebiet geläutert. Dank dir habe ich nun eine Sorge weniger. Ich bin dir so dankbar für deine Hilfe. Kein Thema. Da hinten sehen meine müden Augen wieder was, was ich gerne hätte. Es tut mir leid. Eine Mühle. Ich habe gerade die Wassermühle hier rechts entdeckt. Okay, so, da oben ist die Hauptgeschichte, da gehen wir auch gleich hin. Zu dem gehen wir erst noch. Oder zu ihr? Ja, ist. Nee, sieht aus wie eine Sie, aber ich weiß es nicht. Oh, ich habe so viel über dich gehört. Prinz Sirain scheint doch dich ziemlich zu mögen. Du scheinst wohl ziemlich fähig zu sein, was? Ziemlich, ziemlich. Wie? Was hast du gesagt? Sag das nochmal. Ziemlich, ziemlich, habe ich gesagt. Wenn das ein Witz sein soll, werde ich dich hier und jetzt töten. Hallo? Mein Bruder? Mir wurde gesagt, er sei wohlbehalten im Metrikkloster angelangt. Genau das hat Abt Efferin gerade erst gesagt. Das ist verrückt. Er muss gehört haben, wie gefährlich es gerade ist. Er ist kein Kind mehr. Tut mir leid, ich habe die Kontrolle verloren. Oh, Piamo. Du bist wieder da. Ja. Was hat das Metrikkloster gesagt? Die Kriegspriester werden sich uns anschließen. Das ist sehr gütig von ihnen. Ich bin selbst gerade erst in diesem Dorf angekommen. Wie erwartet sorgt die Tyrannei des Regenten auch hier für Chaos. Vor kurzem sind Räuber in der Nähe aufgetaucht, was den Dorfbewohnern das Leben noch schwerer macht. Könntest du mehr über die aktuelle Situation in Erfahrung bringen? Klar. Hallo? Was schießt du denn? Ich hab doch nur mit der linken... Ja, okay, mit der linken ist schießen. Ich bin das Dorfoberhaupt Bartschan. Aktuell haben wir nicht einmal genug Essen für einen Tag. Der Regent hat alle unsere Vorräte mitgenommen. Und zu allem Überfluss überfallen uns die Staubtaschenräuber aus den südlichen Hügeln. Zuerst holten sie sich unser Essen. Und jetzt, wo es nichts anderes mehr gibt, haben sie begonnen, Leute zu entführen. Sie haben unsere jungen Frauen mitgenommen, vielleicht um Lösegeld zu fordern. Aber wir haben nicht mal mehr die Kraft, darüber empört zu sein. Okay. Nein. Es war schlimm genug, dass sie uns bestohlen haben. Jetzt entführen sie auch noch unsere Leute? Ich werde nicht länger mit ansehen, wie Sherichs Truppen für Chaos sorgen. Ich muss einen Weg finden, um diesen Leuten zu helfen. Kannst du mir dabei helfen? Immer doch, ich bin doch hier die Heldin, oder? Ah, die Heldin, die gerne Blümchen pflückt, es tut mir wirklich leid. Da unten ist noch eine Quest und irgendwie habe ich da oben ein paar Sachen, die ich noch machen muss. Alle in unserem Dorf verhungern. Sich hier draußen vor den Truppen des Regenten zu verstecken, hat uns an unsere Grenzen gebracht. Die Dorfbewohner sind schließlich losgezogen, um Essen zu suchen. Sie halten es nicht länger aus. Könntest du ihnen helfen? Bitte. Wenn du mir sagst, wie, dann mache ich auch das. Tirians Zorn. Da muss ich die Räuber besiegen. Dorfbewohner beruhigen. Okay. Sammle die Habseligkeiten der Dorfbewohner ein. Das ist dann hier oben.
Nee, ich rede hier Quatsch. Doch, sammle. Ja, ja, doch. Okay. Frage ist. Ah, Moment, was ist das jetzt? Eine Ratgeberquest, die ich ausführen kann. Ah, Moment. Dann nehme ich die doch an. Wo kann ich die denn ausführen? Die ist hier vorne. Ah, wie geil. Wie geil. Dann kann ich euch das bestimmt gleich zeigen. Oh nein, es geht schon wieder los. Ich muss sammeln. Das ist doch gemein, dass man da nicht dran vorbeikommt. Gut ist allerdings, dass wir keine Gegner sind. Naja, vielleicht auch schlecht, weil sonst wäre ich vielleicht doch dran vorbeigelaufen, wer weiß. Aber es geht ja zum Glück auch schnell, also ist es nicht ganz so dramatisch. Juhu, ich habe die mein Fähigkeit Leben für Prinz Tyrain. Ja, so ist gut, weitermachen. Wo haben wir dich denn? Hallöchen. Auch in einer chaotischen Zeitgeschichte werden diejenigen gebraucht, die für das Leben arbeiten. Kannst du ein paar Kräuter für mich sammeln? Ich benötige ein Werkzeug, um Kräuter. Du benötigst ein Werkzeug, um Kräuter zu sammeln. Normalerweise kannst du es beim Händler für Handwerkszeug kaufen, aber ich werde dir eins geben. Ausgerüstete Werkzeuge können innerhalb des Kaders geteilt werden. Ach so, und im L entfernt werden. Ach, deswegen habe ich die schon gehabt. Achso, dann kann man die ablegen, verstehe. Ah. Okay. Also dann scheint wirklich der Kader mit dem Handwerk irgendwie verbunden zu sein. So, so. Okay, also da hinten muss ich Pflanzen sammeln. Und hier Räuber und Dorfbewohner. Also nicht beide töten, aber... die Dorfbewohner töten und die Räuber beruhigen. Nee, wie war das nochmal? Warte mal, das ist jetzt eigentlich gerade nicht angezeigt hier. Hallo. Da ist auch wieder was. Nein, wollt ihr mich denn veräppeln? Ich bin hier gerade am Sammeln. So geht das nicht. Die Schweine. Das ist auch noch einer. Wäre nur gut, wenn er mal ein bisschen näher kommen würde. Dann könnte ich ihn noch treffen. Junge, mach schon. Stirb einfach. Jetzt hat er das auch nicht angenommen, ne? Ja, es war so klar. Einen Räuber brauche ich noch. Finden wir hier einen Räuber-Hotzenplotz eventuell? Genau, ihr kämpft mal schön alle um mich rum. Ich bin am Einsammeln. So. Nimm halt hier vorne. Ist mir auch egal. So, beruhige doch. Da ist noch einer. Wo kommt der jetzt her? Aber wo sind die Dorfbewohner zum Sammeln? Ach, ich muss noch einmal. Moment, jetzt ist hier oben wieder. Da. Ach, wollt ihr mich denn verarschen? Ernsthaft jetzt? Mann. Lasst mich doch mal in Ruhe sammeln. Ich muss doch noch eins finden. So. Abgeschlossen. Das kann ich aber... Ah nee, das kann ich so abgeben, ne? Genau. Die Hoffnung blüht auf dem Boden. Ich will das jetzt nicht alles durchlesen. Ihr könnt es ja für euch durchlesen, wenn ihr kurz pausiert, weil sonst werde ich hier gleich wieder befallen. Dorfbewohner beruhigen. Das muss ich dann oben machen. Ja, ich will jetzt nicht noch mehr Pflanzen haben. Hier sind so viele. Ich muss hier wirklich nochmal hin, um ein bisschen zu leveln später. Also offline dann. Das geht gar nicht so. Weil in Teso habe ich es auch so. Ich kann an den Rohstoffen einfach nicht vorbeilaufen. Und das ist natürlich doof, wenn man gerade im Let's Play ist. Das gebe ich ja auch zu. So. Wir müssen noch die Habseligkeiten hier einsammeln. Das habe ich gerade gelesen, dass wir schüchterne Blumen... Achso, doch, irgendwas mit schüchtern stand da sogar. Da ist noch eine Blume, die nehmen wir noch schnell mit.
Da hinten ist noch was zum Einsammeln. So, achso, das sind die Dorfbewohner, die ich beruhigen soll. Jetzt verstehe ich das. So, da reicht eins, das ist gut. Irgendwie andere, die ist hier. Oder er ist hier. Das nehmen wir direkt mit. Kann ich ja nichts für, wenn die Leute daran vorbeilaufen. Ich meine nämlich, dass man den Leuten das wegnehmen kann. Willst du mich veräppeln? Was ist das denn hier für eine? Oh. Kannst mich mal. Ich habe gerade keine Zeit. So. Hier ist auch wieder so ein Viech. Ich weiß immer noch nicht, warum die da was auf dem Kopf haben, aber... Nee, erstmal hier. Wow, du hast das alles gesammelt. Danke. Das wird allen hier wirklich helfen. Dank Prinz Duane sind nun alle gerettet. Vielen Dank. So, dann würde ich jetzt aber auch mal sagen, dass ich mich erstmal umdrehe, damit man mich sehen kann. Dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Ich muss zwar noch den Bericht erstatten, aber wir sind schon wieder über die 25 Minuten drüber und ich möchte es nicht zu lange machen. Den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.